Kissimissi ist eigentlich freundlich und hilft uns sogar dabei, in Kapitel 2 aus diesem abgeschlossenen Bereich im Game zu entkommen. Aber was wäre, wenn Kissimissi plötzlich doch die Seiten wechselt und plötzlich auch böse ist und versucht, uns zu fangen? Das werden wir heute im Video herausfinden. Was er dann jetzt bedeuten sollte, wenn wir versuchen, die Tür hier zu öffnen, sollten wir... Oh, dann sollten wir hier... Kissimissi als Gegner haben. Oh nein, sie ist böse geworden. Ich hab das Gefühl, das wird nicht gut enden. Ja, PJ Pagapilla geht's auch gar nicht gut. Hallo? Hol mal Stöckchen. Oh nein, der Hund muss dringend zum Arzt. Mami, was hast du dazu zu sagen, dass Kissimissi jetzt deine Rolle übernommen hat? Oh, okay, alles klar. Ja, sehe ich auch so. Kissimissi, warum tust du das? Ich dachte, wir sind Freunde. Tagelang hast du uns geholfen, hier in der Location voranzukommen. Und jetzt sowas? Na, ich konnte dich eigentlich noch nie leiden. Und jetzt werde ich dich essen. Ja, Leute, da bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als Kissimissi in die gleiche Falle zu locken, in die Mami Longlegs immer tappt. Irgendwo im Keller von diesem Gebäude haben wir so einen schönen Schredder. Und da wird auch Kissimissi heute durchwandern. Oh nein, Kissi hat auch Banzo Bunny hier schon verletzt. Die ganzen Spielzeuge müssen darunter leiden, dass Kissi hier jetzt an der Macht ist. Das können wir so nicht stehen lassen, Leute. Hi, ich bin Banzo. Ich hab 2 Zähne. Und ich hab Füße und ich hab Ohren. Und dann laufe ich durchs Feld, weil ich bin ein Hase. Und dann esse ich Karotten und dann laufe ich durch den Wald. Und dann sehe ich... Okay, alles in Ordnung. Ich kann jetzt verstehen, warum Kissimissi Banzo erledigt hat. Ich kann's voll nachvollziehen, ey. Das nehme ich ihr wirklich nicht übel. Das hätte ich auch gemacht. Oh nein, das Spiel hat meine größte Schwäche herausgefunden. Farben! Und Kissimissi hängt da oben dick und fett an der Scheibe und beobachtet uns dabei, während ich hier irgendwie versuche, mir die ganzen Farben zu merken. Aber, warte. Einfach Profi. Allerdings macht das Ganze natürlich nicht besser, dass über uns dann mordlustiger Hase langsam runtergelassen wird, ne? Oh, jetzt kommen auch noch Buchstaben dazu. Und Symbole? Nee! Und jetzt eskaliert alles komplett. Aber zum Glück haben wir einen... Zack! Einen Notausknopf. So ist das nämlich. Und als Dank dafür kriegen wir von Kissi am langen Arm den ersten Teil vom Zugcode. Das ist gut, ich wollte schon immer Zug fahren. Aber ihr könnt mir alle erzählen, was ihr wollt. Das Beste an Poppy Playtime Kapitel 2 ist einfach, dass man hier regelmäßig Hagiwagis ins Gesicht hauen darf. Slap, Putz, Klatsch, raus mit dir. Wo ist mein Geld? Und dann kriegt man als Belohnung für Hagis verprügeln einfach noch ein Stück vom Code. Oh Mann, bald bin ich endlich Zugfahrer. Und auch PJ Pagapilla stellt natürlich für uns kein Problem dar. Und so entkommen wir auch der letzten Herausforderung, die uns Kissimissi hier stellt. Aber ich glaube, Kissimissi ist gar nicht glücklich darüber. Nee, ich gehe nicht in deine Falle. Keine Chance. Ich komme auch nicht zurück. Oh Leute, ich glaube, sie ist richtig, richtig sauer. Also zusammengefasst, sie ist megamäßig sauer, aber das ändert nichts daran, dass wir sie auf jeden Fall in die Falle reinlocken werden, in die auch Mami schon getappt ist. Und da wir uns jetzt schon mal hier unten im Keller befinden, ist es auch auf jeden Fall nicht mehr weit bis zu der Falle, die wir unten aufgebaut haben. Aber ihr... Alter. Alles gut, chill, yo. Alter, sie ist halt mega sauer, ne? Okay, sie zählt. Oh, wir haben 10 Sekunden Zeit wegzulaufen. Kann ich eigentlich runterfallen? Yo, das ist voll die Abkürzung. Let's go! Oh. Sie ist fertig mit zählen? Aber ich glaube, wir sind weit genug weg. Okay. Aber ich glaube, wir haben sie jetzt erstmal abgehängt. Ich meine, wir müssen sie ja irgendwo... Oh! Oh, da habe ich wohl falsch gelegen. Oh, okay, schnell. Warte, hier hoch. Okay, hier sind wir in Sicherheit. Lauf ruhig weg. Okay, sie weiß nicht, dass wir hier sind. Sie hat gar keine Ahnung. Oh, Leute.
Es wird auf jeden Fall Zeit, dass wir uns um das Vieh kümmern. Wird Zeit, dass wieder Ruhe und Ordnung in der Playtime Corporation einkehrt. Oh, oh, sie ist hinter uns. Schnell hier hoch. Okay, okay, okay. Wir müssen uns hier über den Abgrund schwingen. Oh, das war knapp. Oh, schnell rein ins Loch. Let's go. Oh, wir haben es geschafft. Alter, jetzt müssen wir das Tor öffnen. Und wir sind hier, glaube ich, in Sicherheit, so wie das aussieht. Wir sind sie erstmal losgeworden. Die Frage ist nur, wie lange. Aber das Gute ist, genau hier hinter der Tür. Oh, da hinten kommt Kissy Missy. Hinter der Tür wartet schon das große Verderben auf sie. Wenn die Tür hier jetzt aufgeht, ist ihr alles für sie verloren. Let's go, mach auf. Und rein hier. Und wir ziehen den Hebel. Oh, und Kissy Missy wird genauso zerschreddert. Wie Mami Longlegs auch. Sie will noch rauskommen, keine Chance. Alter, komplett zerschreddert. Aber was ist mit dem... Hä, was ist mit der Textur los? Okay, manche Spielzeuge werden lebendig. Manche Spielzeuge verwandeln sich hier scheinbar zu Kaugummi. Gut. Da machst du nichts. Also sind wir so jetzt auch Kissy Missy losgeworden. Sie ist zwar böse geworden, aber gegen uns keine Chance. Ich hoffe, wir haben hier nicht noch mehr Spielzeuge, die den Platz von Mami Longlegs einnehmen wollen, um uns hier die Zeit zur Hölle zu machen. Aber ich glaube, wir haben ja erstmal wieder für Recht und Ordnung in der Playtime Corporation gesorgt, Leute. Obwohl wir ja vielleicht eventuell auch noch irgendwo Huggy Wuggy im Game haben. Aber Leute, ich habe noch viel wichtigere Infos für euch. Das nehme ich jetzt auch nach der letzten Aufnahme auf mit Kissy Missy. Es haben sich nämlich noch richtig, richtig wichtige Dinge in Poppy Playtime Kapitel 2 getan, Leute. Es gibt ein Secret Ending hier im Spiel. Ja, wir aktivieren ja hier eigentlich am Ende den Zug und fahren dann darunter. Und Poppy ist ja dann böse, im Grunde genommen. Haben wir ja festgestellt, Poppy ist eigentlich böse und, ja, sagt, wir müssen hier bleiben, wir müssen ihr helfen und so weiter. Aber es gibt ein Secret Ending, in dem Poppy uns ganz, ganz andere Sachen erzählt und noch viel mehr Infos über die Story gibt, wenn ihr dieses Secret Ending sehen wollt. Ich hab's mir auch noch nicht angeguckt, ja. Wenn ihr dieses Secret Ending sehen wollt, lasst auf jeden Fall einen Daumen hier auf das Video da. Dann kommt das direkt morgen auch noch im Video. Vielleicht auch noch heute, wenn ich es schaffe. Ich muss mal gucken. Ja, richtig krasse Infos auf jeden Fall da noch. Weil scheinbar sollte das Game eigentlich ein ganz anderes Ending kriegen, als wir jetzt bekommen haben. Wo geht eigentlich die Tür da unten hin? Wieso ist die beleuchtet? Moment mal. Kommt man da so hin? Kann man hier runterspringen? Nee, okay, Moment, wir müssen mal kurz hier runter. Warum leuchtet die Tür denn? Das ist komisch. So, Cheats sind aktiviert. Schauen wir mal kurz da unten nach. Weil warum ist denn hier eine Tür für Mitarbeiter only? Es ist nichts dahinter. Warum leuchtet... Doch, warte mal, hier sind Wände. Moment mal, können wir uns hier hinter teleportieren? Nee. Warte, aber ich kann mich hierhin teleportieren, oder? Auch nicht. Wieso nicht? Doch, hier gehen, kann ich hin. Okay, jetzt sind wir hier. Geht die Tür auf? Nein, man kann nicht hin. Warte mal. Aber hier hinter ist auf jeden Fall was. Moment mal, wir können uns doch bestimmt hierhin teleportieren, oder? Habe ich mich hin teleportiert? Nee, ist alles noch hier. Mist. Aber hier ist auf jeden Fall was hinter, Leute. Hat's funktioniert? Nein, man kann sich nicht hin teleportieren. Oh, schade. Aber warum ist denn die Tür beleuchtet? Für Mitarbeiter only. Keine Ahnung. Ganz komisch. Ansonsten, wenn ihr jetzt gerade bis hierhin geguckt habt, Leute, macht auf jeden Fall gerne beim Instant Gaming Gewinnspiel mit. Der erste Link in der Beschreibung. Das Spiel läuft noch den ganzen Rest des Monats. Also auf jeden Fall erst einen Link klicken. Ihr könnt euch einfach mit eurer E-Mail-Adresse registrieren und dann ein Spiel eurer Wahl gewinnen. Ihr könnt ja selbst entscheiden, was ihr gewinnt. Ist immer das Geile bei Instant Gaming Gewinnspielen. Deswegen erster Link in der Beschreibung auf jeden Fall klicken. Auf jeden Fall Daumen nach oben. Wie gesagt, dann sehen wir uns direkt im nächsten Video wieder. Schauen uns das Secret Ending an. Und es gibt noch ein paar mehr Geheimnisse, die wir uns auch angucken müssen. Und natürlich, wenn ihr möchtet, Theorievideos darüber, warum eigentlich Mami Longlegs so böse ist. Ich meine, warum ist sie so sauer? Ja? Huggy war einfach nur im Durchdrehen, aber Mami Longlegs will uns systematisch fertig machen. Wie auch immer, Leute, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Euer Tyler verabschiedet sich an dieser Stelle. Könnt ihr jetzt wie immer hier drüben noch irgendein Video aussuchen.
hier oben ein Abo dalassen und wir sehen uns im nächsten Part. Macht's gut. Auf bis dahin.